Guten Abend. Die Zeit ist weit fortgeschritten und ich finde die Ruhe, ein weiteres Video zu fertigen. Es handelt sich um ein klein wenig trockenes Thema, die Leistung der Bremsen definiert bei der Eisenbahn in Bremshundertsteln. Was ist denn ein Bremshundertstel? Wir müssen ein wenig zurückblicken in das Jahr 1936. 1936. Da hat die Deutsche Reichsbahngesellschaft mit alten Prinzipien bei der Berechnung der Bremse aufgehört und hat eine neue Norm geschaffen. Was war das? Es wurde ein Reisezug aus 15 Wagen gebildet. Und bei diesem Zug wurde durch Abkoppelversuch eine sogenannte Musterverzögerung ermittelt. Und das war dann ab diesem Zeitpunkt fortan ein Wert von 100 Bremshundertstel. 1936. Ich möchte aber noch weitergehend erklären. Ich nehme jetzt mal Größen an. Ich nehme an, dass dieser 15-Wagen-Zug, ich weiß das nicht genau, es ist nichts überliefert von dieser Geschichte, außer der Fakt selber. Nehmen wir an, dieser aus 15 Wagen bestehender Zug hat nach Auftrennen der Luftleitung oder Abkupplung von der Lokomotive nach 800 Metern Bremsweg gestanden, ist zum Stillstand gekommen. Dann waren das 100 Bremshundertstel. Aus einer Geschwindigkeit, das muss man dazu fügen, Ausgangsgeschwindigkeit 100 km/h. Gut. Ich nehme heute einen Wagen mit Hochleistungsbremse, führe denselben Versuch durch und dieses Fahrzeug steht nach 400 Metern auch bei einer Eingangsgeschwindigkeit von 100 km/h. Dann sind das 200 Bremshundertstel. Gibt es da noch einen Weg nach oben? Nein, es geht nicht mehr viel weiter nach oben. Da sind die physikalischen Grenzen erreicht. Die modernsten und hochleistungsfähigsten Bremsen erreichen etwa 210%, 212%. Das ist in etwa so die Größenordnung, die wir heute erreichen. Dann ist Schicht. Aber ich glaube, das macht so ein bisschen deutlich, wie dieses System aufgebaut ist. Aber kehren wir zurück zu unseren N-Wagen und wie das Ganze im Betrieb abläuft. Wir nehmen einen klassischen N-Wagenzug, gebildet aus drei Silberlingen und einer Lokomotive, und schauen in den Bufferplan dieses Zuges. Und der Bufferplan gibt betrieblich bekannt, mit welcher Bremsleistung der Zug ausgerüstet sein muss. Ich finde also in dem Bufferplan folgende Hinweise. Eine Rapidbremse, eine Hochleistungsbremse ist erforderlich mit 152% bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Das wissen wir. Das ist gefordert. Der Zug ist gebildet aus einem BNB-Wagen mit dem Gesamtgewicht von 34 Tonnen, mit dem Bremsgewicht in Stellung P 36 Tonnen. BNB-Fahrzeuge, also Fahrzeuge der Grundausrüstung bei den N-Wagen, haben nur eine Klotzbremse und kennen nur die Stellung G und P,
Das ist aber hier ein Personenzug, also wird die Bremsstellung P eingewählt, die höchstwirksame Bremsstellung. Das sind die dazugehörigen Gewichte. Dann folgt ein BNRZB und nochmal ein BNRZB. Diese beiden Fahrzeuge haben die gleichen Gewichte, Gesamtgewicht 37 Tonnen. Und in Bremsstellung R, weil das sind scheibengebremste Fahrzeuge mit Hochleistungsbremse, besitzen diese Wagen ein Bremsgewicht von 58 Tonnen. Jetzt haben wir noch die Lokomotive, Baureihe 110. Hier haben wir ein Eigengewicht von 87 Tonnen und ein Bremsgewicht in R plus E von 160 Tonnen. R plus E bedeutet, die Lokomotive hat eine Druckluft-Hochleistungsbremse kombiniert mit einer elektrodynamischen Bremse. Diese Kombination ist sehr wirksam, deshalb hat die Lokomotive eine recht wirksame Bremse mit hohem Bremshundertstelanteil. Das soll jetzt erstmal reichen als Information. Alle Wagen haben am Langträger eine lauftechnische Geschwindigkeit von 140 km/h angeschrieben. Somit sind die Bedingungen für die zulässige Höchstgeschwindigkeit erfüllt. Die 110 ist bekanntlich auch eine Lokomotive, die 140 km/h fahren darf. Das heißt also, von daher aus sind die Bedingungen für diese Höchstgeschwindigkeit erfüllt. Betrachten wir jetzt zunächst erstmal das Bremsvermögen dieses BMB-Wagens, dieses klotzgebremsten Wagens. Und dazu brauchen wir die Berechnungsformel. Die Bremshundertstel errechnen sich jetzt in diesem Fall durch das Bremsgewicht des Wagens dividiert durch das Gesamtgewicht das Ganze multipliziert mal 100 ergibt dann vorne Lambda, so nennt der Fachmann das in Prozent. Lambda. Bremsgewicht dividiert durch Gesamtgewicht mal 100. Das ist der Wert. Jetzt setzen wir die Werte ein. Wir haben 36 Tonnen. Wir haben dagegen ein Gesamtgewicht von 34 Tonnen. Mal 100 ergibt 105. 0,88 Bremsprozente. Das streichen wir weg. Wir gehen zur sicheren Seite und gehen von 105% aus. Wir sehen, dieses Fahrzeug alleine ist nicht in der Lage, die Bremsleistung zu erbringen, die für den vom Fahrplan geforderten Anteil ausreicht. Gut, jetzt rechnen wir neu. Wir machen jetzt eine neue Rechnung auf. Wir rechnen jetzt die Summen aller Fahrzeuge. Das heißt, das Gesamtbremsgewicht dividiert durch das Gesamtzuggewicht und dann natürlich das Ganze mal 100. Wir addieren hier das Gesamtgewicht des Zuges zu 195 Tonnen. Wir addieren hier das Gesamtbremsgewicht des Zuges zu 312 Tonnen. Das in die Formel eingesetzt ergibt 312 Tonnen zu 195 Tonnen. Mal 100. Jetzt nehmen wir den Taschenrechner zur Hand und rechnen das mal live aus. Taschenrechner an. 312 geteilt durch 195 gleich 1,6 mal 100 gleich 160 Bremshundertstel.
Wir erkennen, jetzt ist der Zug in der Lage, die geforderten Mindestbremshundertstel des Fahrplans zu erreichen. Die betriebliche sichere Fahrt des Zuges ist gewährleistet. Nun, wie kommt das Ganze zustande? Und vor allen Dingen, warum schreibt man an den ersten Wagen, der von der Bremse her diese Geschwindigkeit gar nicht erreichen kann, diese Höchstgeschwindigkeit an? Ganz einfach, weil man sich dieses Konstruktes bewusst ist. Die angeschriebenen Geschwindigkeiten am Langträger der Wagen beziehen sich auf die lauftechnische Höchstgeschwindigkeit. Da geht es in erster Linie um Drehgestell, Fahrzeugaufbau und alles weitere. Die bremstechnische Höchstgeschwindigkeit kann davon abweichen. Aber, und jetzt kommt der Trick an der Geschichte, wenn im Zugverband diese Wagen mitverkehren und andere Fahrzeuge im Zugverband einen Bremshundertstel Überschuss haben, so wie es hier bei der Lokomotive ist, dann gleichen die stärkeren Bremsen diese eine schwächere Bremse aus und im Gesamten gesehen reicht die Bremsfähigkeit der Bremse im Zug für die vorgesehene Höchstgeschwindigkeit. Das ist im Prinzip ein alltäglicher Vorgang im Eisenbahnbetrieb. Diese Daten werden über einen Bremszettel dem Lokführer bekannt gegeben. Sollte es mal zum Beispiel dazu kommen, dass durch eine ausgeschaltete Bremse oder eine Bremse, die teildefekt ist, hier in diesem Verband 150 Bremshundertstel nur erreicht werden, so besteht immer noch die Möglichkeit, über eine Fahrplanabweichung, die durch die Betriebsleitung erteilt wird, den Zug verkehren zu lassen, in der Regel aber mit einer reduzierten Höchstgeschwindigkeit. Das wäre aber dann auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Zugverkehr weiter abzuwickeln, auch wenn es eine leichte Verspätung geben wird. Das zu Bremshundertsteln und Leistungen der Bremse. Übrigens, eine kleine Anekdote noch zum Schluss, gibt es die Abkoppelversuche heute immer noch. Bei Reisezugwagen wird die Bremsfähigkeit des Fahrzeugs immer noch bestimmt über einen Abkoppelversuch. Es werden mehrere Abkuppelversuche hintereinander gemacht, das heißt, eine Zugtrennung wird provoziert, die Luftleitung reißt auf, entlüftet nach Null, es wird ein Startsignal gesetzt beim Abkoppeln selber und heute natürlich hochmodern GPS gesteuert, wird dann festgestellt, wie lang ist der Bremsweg bis zum Stillstand des Fahrzeuges, das kann man sehr präzise machen, früher hat man das mit Wegstreckenmessungen gemacht und danach wird das Fahrzeug bewertet nach einer genormten Tabelle. Das ist aber alles sehr kompliziert und das ist schon Ingenieurwissenschaften und Versuchswesen. Soweit möchte ich nicht gehen. Was immer wieder mal passiert ist, dass bei so Abkoppelversuchen Lokführer Notrufe absetzen, weil irgendwo im Streckennetz ein Wagen alleine unterwegs ist. Und das ist klar, man stelle sich vor, man befährt eine Hauptstrecke viergleisig und auf einmal läuft in einem dritten Gleis ein Wagen alleine daher, vielleicht sieht man auch noch den Versuchszug vorne fahren, der den gerade abgekoppelt hat und denkt dann, oh, Zugtrennung, was ist da passiert? Und deswegen werden, wenn solche Versuche durchgeführt werden, die Triebfahrzeugführer in dem Bereich informiert, dass es da keine Probleme mehr gibt. Aber sowas muss erst immer mal passieren, bevor man dann Konsequenzen daraus zieht. Ja, das war noch ein Blick in den Betrieb. Ich hoffe, es war verständlich. Es ist ein sehr trockenes Thema. Es ist, denke ich, aber ganz gut rübergekommen. Prima. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Video. Gute Nacht.